Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft PS4 Edition. Hier im total wunderschönen Goldarion. Oh, da ist noch Holzkohle drin. Ich traue mich fast gar nicht rauszugehen. Ich wusste's. Das wollte ich eigentlich noch machen. Abmarsch! So, das wollte ich nämlich eigentlich noch machen. Weil das hatte ich nämlich schon fast befürchtet. So, das nehmen wir mit rein. Kommen denn jetzt überall die Schafe her? Natürlich, wieder ein Zombie. Wer hätte es gedacht? Au. Nee, nein! Nein! Meine Kartoffel. Oh, du kleine miese Drecksau, du auch noch. Ach, halt die Klappe. Meine Kartoffeln sind weg. Ich hatte extra Kartoffeln angepflanzt. Schaut euch das mal an, ey. Das ist doch nicht mehr... Schaut euch die leckenden Missgeburten da vorne an. Ey, es ist zum Kotzen. Es ist einfach nicht fair. Wo soll ich... Meine Kartoffeln, Mensch. Wo soll ich denn da jetzt neue herkriegen? Die sind weg. Ja, da kannst du jetzt den Scheißdreck dagegen klopfen. Ach, nee. Schmoll. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ich hatte nur eine einzige Kartoffelherrschaftszeit noch mal. Wisst ihr was? Ich leg mich jetzt hin. Das ist mehr als ein Mann verkraften kann. So, jetzt habe ich mich kurz mal wieder gefasst. Ich werde die Felder jetzt einfach reparieren. Ich hatte echt so darauf gehofft, dass ich jetzt nie wieder Probleme habe mit Nahrung. Oder so. Warte mal, jetzt kann ich das aber auch... Ja, wenn ich schon mal dabei bin, kann ich das ja jetzt wenigstens auch ein bisschen vergrößern.
solange es noch Tag ist. Entschuldigt, wenn ich gerade ein bisschen leise bin. Aber es fällt schwer, einfach nach solchen Missständen irgendwie noch fröhlich zu sein. Ich versuch's jetzt einfach. Also eins, zwei, drei, dann da das Wasser, da die Fackeln. Okay, das heißt also so. Scheiße, was mache ich denn? Schon wieder genau den Fehler gemacht, den ich gerade eben gemacht habe. So, da kommt auch mal ein bisschen Erde weg. Deswegen mache ich das. Da verschönere ich das wieder ein bisschen. Sowas passiert echt immer, wenn man es nicht braucht. Absolut nicht. So. Gut. Dann kommt hier also das Wasser hin dann. Oder wie? Nochmal. Also 1, 2, 3, 4. Ja. Kommt dort das Wasser hin. Das heißt, das hier kommt zu. Ach, scheiße. Scheiße. Ja, gut. Habe ich jetzt noch mal Schwein gehabt. Ach, was mache ich denn? So, gut, dann haben wir das zumindest erstmal wieder. Das bleibt jetzt so, wie es ist. So, jetzt muss ich den Zaun setzen. Dann weiß ich zumindest, wie groß und wo ich das. Nee, oder? Oh. Glück habe ich noch eine. So. Gut. Damit wäre das nämlich auch erledigt. So. Hier nämlich keine Monster spawnen, setze ich mal ein paar Fackeln hin. Die könnte ich allerdings auch allgemein mal so ein bisschen um meine Basis herum verteilen, damit ich einfach mal Ruhe habe. Einfach mal so im Umkreis von, keine Ahnung, paar Block. Hier oben war ja auch immer so eine gefährdete Region. Hallo Kuh. Gut. Hallo Schwein. Muss erstmal mein Essen wieder beisammen kriegen. Und dann heißt es irgendwoher, ich wollte Kartoffeln anpflanzen. Ich habe mich so gefreut, dass ich Kartoffeln gefunden hatte. Und das ist so mies. Das ist wirklich einfach so eine miese Tour gewesen von denen. Dieser Creeper, das war einfach zu viel des Guten. So. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt Kartoffeln herkriegen sollen, neue. Das kann ich gar nicht sagen. Ich weiß nicht mal, ob hier irgendwo in der Nähe auch nur im Ansatz ein NPC-Dorf ist. Ich weiß nur eins, ich brauche noch einen Zaun.
So. Rohes Rindfleisch, rohes Hackfleisch. So. Die Tiersachen tue ich jetzt mal da rein. Das ist mir jetzt Banane. Ich kann zwar jetzt Weizen anbauen, aber ganz ehrlich, ich will keinen Weizen schon wieder, weil mit Brot alleine wird man nicht satt. Kartoffeln wären mir 300 Mal lieber gewesen. Naja. Man kann ja nicht immer alles haben, heißt es ja. So. Das da läuft soweit. Jetzt gucken wir mal auf die Karte, ne? Wir wissen, da ist kein NPC-Dorf da, wo wir überall die ganze Zeit waren. Das heißt, theoretisch müssten wir mal in diese Richtung laufen. Habe ich überhaupt Essen dabei? Nö. Muss ich mir auf dem Weg besorgen, irgendwie. So, solange es noch hell ist. Wünscht mir Glück, denn wir werden jetzt einen Abstecher, eine Expedition machen. Nämlich eine Expedition in diese Richtung. So, das habe ich mir abgeguckt. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber wenn man rennt und hüpft, verbraucht man angeblich nicht so viel Hunger. Ich weiß nicht, ob es wahr ist oder nicht, keine Ahnung. Oder vielleicht verbraucht man da mehr. Kann auch sein. So. Au, das war ungewollt. Hier sieht es ganz gut aus. Wir sind jetzt irgendwo hier unten am Rand, oder ja. Ich will nämlich eine kleine Expedition in diese Richtung machen. Da ich nicht weiß, was dort drüben ist, es kann ja alles möglich sein. Dazu benötige ich allerdings ein Brot. Ich glaube, so langsam geht die Sonne wieder unter, oder täusche ich mich da? Was mache ich denn? Wo ist denn? Irgendwo. Ach da. Ei. Gut, dann tuckern wir mal los. Ich erkunde nämlich jetzt mal ein bisschen die Welt in diese Richtung. Wenn wir Glück haben, treffen wir auf NPCs. Wenn ich irgendwo hier ein NPC-Dorf finde, habe ich die Chance, Karotten und andere Güter für mein leibliches Wohl zu besorgen. Allerdings steht das noch in den Sternen, weil das ist jenseits des Horizonts da vorne. Ich hoffe, da vorne ist irgendwas Interessantes. Eine Wüste wäre nicht schlecht. Sind da nicht sogar schon Häuser oder so? Boah, jetzt habe ich mich erschrocken. Ah, das haben sie gepatcht. Ah, sehr schön. Aha, eine Wüste. Da ist ein Tempel. Ein Tempel ist schon mal ein Zeichen für Zivilisation, ne? So, bremst! Oh, Sapralot. Da hinten! NPCs, ich sehe sie! Aber wir müssen diese Nacht wahrscheinlich erstmal in diesem alten, spukigen Tempel verbringen. NPCs. Ich habe Nachbarn. Ich bin nicht allein in der Welt. Oh, Mann. Wo geht's denn hier rein? Es wird dunkel. Wo geht's hier rein? Ich will hier rein. Es wird dunkel. Lasst mich rein. Scheiße. Jetzt mal ohne Witz. Wo ist der Eingang? Da ist der Eingang. Puh, dunkel. So, wir werden die Nacht hier drin verbringen. In diesem spukigen alten Gemäuer. Von Sodom und Gomorra. Puh, okay. Dann war das doch nicht so ein herber Rückschlag. Wir haben ein NPC-Dorf gefunden. Sehr schön. Nun gut, mit diesen Worten verabschiede ich mich und freue mich auf die nächste Folge. Macht's gut, ciao.